Die Tiere diskutierten einmal über Weihnachten. Sie stritten, was wohl die Hauptsache an Weihnachten sei. Na ganz klar, Gänsebraten, sagte der Fuchs. Was wäre Weihnachten ohne eine gebratene fette Gans? Schnee, sagt der Eisbär, viel Schnee und so richtig kalt. Und er schwärmte verzückt. Weiße Weihnachten sind die Hauptsache. Das Reh sagte, ich brauche aber einen Tannenbaum, sonst kann ich nicht Weihnachten feiern. Aber nicht zu viele Kerzen drauf, heulte die Eule. Schön schummrig und gemütlich muss es sein. Die Stimmung ist die Hauptsache. Aber mein neues Kleid, das muss man schon sehen, meldet sich da der eitle Pfau. Wenn ich kein neues Kleid kriege, ist für mich kein Weihnachten. Und Schmuck, krächzte die diebische Elster. Jedes Jahr Weihnachtsfest bekomme ich etwas. Einen Ring, eine Kette, ein Armband oder eine Brosche. Das ist für mich das Allerschönste an Weihnachten. Na, aber bitte den Stollen nicht vergessen, brummte da der Bär. Das ist doch die Hauptsache. Wenn es den nicht gibt und all die süßen Sachen, na dann verzichte ich auf Weihnachten. Ach, mach's doch wie ich, meldet sich der Dachs. Schlafen, 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 schlafen. Das ist das wahre Weihnachten. Weihnachten heißt für mich einmal so richtig ausschlafen. Und dann viel trinken und wieder schlafen und dann essen und dann trinken und dann schlafen und dann aua, schrie der Ochse, denn der Esel hatte ihm einen gewaltigen Tritt versetzt. Du Ochse, du, denkst du denn nicht an das Kind, das in dieser Nacht geboren wurde? Der Ochse senkte beschämt den Kopf. Und nicht nur er, sondern auch alle anderen Tiere. Das Kind, ja, das Kind. Das ist das Wichtigste zu Weihnachten. Du Esel, fragte der Ochse, wissen das die Menschen eigentlich auch? Weihnachtsfabel.